schwer. Das ist ja alles Energie, die ich hier gerade aus mir rausplauze. Hier habe ich jetzt überall die schönen Tannenzweige damit drauf getan. Immer noch erster Tag. Und jetzt habe ich auch langsam ein Problem hier. Ihr seht schon, es schneit wie Sau. Es schneit wie Sau. Ich muss unbedingt jetzt versuchen, das Feuer anzubekommen. Weil wenn hier wirklich alles noch voll geschneit ist, wieder frisch. Oh Gott, das kann was werden. Ich weiß nicht, ob das mit dem Holz möglich ist, ehrlich gesagt. Aber man macht ja dann eigentlich... Gott, ist das hart. Ach du Scheiße. Okay, das ist... Es ist sehr hart. In der Theorie alles kein Problem. In der Praxis totale Scheiße. Das ist wirklich nicht so leicht, ne? Manchmal komische Geräusche hier. Und ja, dann gucken wir mal. Dann hoffe ich, dass ich es irgendwie hinkriege, dass die Birkenrinde angeht. Diese kleinen Spreiselchen. Und zweiter Schritt wäre dann, dass hier diese kleinen Locken, beziehungsweise dann halt das Harz angeht, ne? Aber nur so ein bisschen, ne? Das wird dann eher, ganz ehrlich, wenn das vorher nicht brennt, dann werde ich das hier gar nicht nutzen können. Das ist dann quasi so der nächste Schritt erst. So, und dann werde ich hier quasi das Zeug, ich werde lieber hier noch Handschuhe anziehen, ehe ich mir hier die Pfoten abschneide. Zumindest wenn ich nach der Nacht noch lebe. Gehen wir mal davon aus. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht nur bei den ganzen Survivalists funktioniert, sondern auch beim dummen Russen. Dass wenn ich das hier abschabe, dass das da verdammt nochmal auch brennt. Also es ist, glaube ich, Gold wert im Survival-Bereich, wenn man wirklich extrem scharfe Messer hat. Das geht dann einfach, da kann man einfach deutlich leichter arbeiten. Ist ja jetzt nicht so, dass man es dann vielleicht anders nicht schaffen würde, aber man kann einfach filigraner arbeiten. Dann habe ich auch noch den Kienspan. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich den dann am besten anbringe, den Kienspan. Das wird sich zeigen. Ich werde dann auf jeden Fall erstmal hier das dünne Gelumpe nehmen. Das ist auch ein bisschen dickeres mit dabei. Ich hoffe, das ist dann nicht ganz so schlimm. So, da ich dann quasi so ein bisschen drauflegen, so dass dann vorne hinten noch ein bisschen Luft durchkommt. Ich darf es nicht übertreiben, weil wenn ich das dann so drauf tun will, dann muss ja auch Sauerstoff dran. Ja, also das ist jetzt mein absoluter Endgegner hier, das sage ich euch. Noch nie Feuer angemacht mit Feuerstahl und jetzt gleich mitten in Nässe. Purer Nässe. Ein bisschen aufpassen, dass mir der Napp nicht umkippt, dann drehe ich durch. Dann schreie ich den Scheißwald zusammen hier. So, zack. Oh. Ja, das, also genauso macht man es, ich sag's euch. Genauso macht man es. Aber das war, da kommt richtig was an, ne? Problem ist, dass ich das. Ich sag sehr oft Problem, ne? Herausforderung ist, dass ich schon die ganze Zeit mit meinen Handgelenk arbeite, ne? Alter Schwede, das sieht ja herrlich aus. So, Versuch Nummer 2. Es ist halt einfach so scheiße. Nass. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich fasse es ja nicht. Also Leute, ich kann es gerade nicht so ganz fassen, aber es ist noch lange nicht geschafft. Ich brauche den Harz.
Wenn's, ich hoffe, dass es Harz ist, ansonsten hätte ich ein Problem. Nein, 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 nein. Was ist es denn dann, wenn es nicht Harz ist? Scheiße. Nee, das krieg ich doch nicht wieder an. Mist. So eine Scheiße. Oh, es war so gut erst. Okay. Ich habe hier überall eigentlich noch das. Warum ist das wieder ausgegangen jetzt, ne? Ich wusste auch nicht so richtig, wie ich am besten nachlege. Also der Harz hat sich irgendwie nicht gelohnt hier. Die Scheiße. Oh, meine Klinge ist auch hier locker. Klasse. Gut, okay. Dritter Versuch. Aber der zweite war gut. Der zweite war eigentlich gut. Tja, ihr Lieben, es ist nicht leicht, Feuer zu machen. Schade. Einmal war es kurz an, ne? Kurz war es an. Problem ist auch, dass ich gefühlt immer überall anecke, aber ich kriege mit dem Messer auch einfach deutlich größere Funken raus als mit dem kleinen Schaber. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Ich finde schon, dass das da besser geht. Mit dem Schaber ist man natürlich nicht so ruppig unterwegs. Da wurde einfach alles reingehauen in den Haufen. Ne? Aber ist das wirklich so schlimm? Das sind eigentlich alles leicht brennbare Sachen. Ey, die Mütze macht mich fertig. So, okay. Handschuhe an. Und dann kämpfe ich mich mal auf meinen Himmelbett. Oh, Himmelbett. Weh, hier ist Viehzeug drin. Dann raucht's im Karton. So, hier, guck da mal. Oh, okay, ich liege. Geht tatsächlich, ne? Aber das wird halt alles stehen und fallen mit dem Schlafsack, ne? Ich hoffe, dass der mich warm hält. Ja, wenn ich das halt nicht ankriege, das wird nicht schön. Ich sag's euch, das wird nicht schön. So, nochmal Eskalation. Hier ist eigentlich auch die relativ trockene Birkenrinde, ne? Das Kleinzeug, also Wahnsinn. Und ich hau ja hier Funken raus, also wirklich. Wie so ein Glumanda hier. Ja. Na, 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 na. Leck mich fett. Leck mich fett. Leck mich fett. 6,5 Stunden später. Ja, das ist jetzt gerade hier ziemliches. Ziemlich komisches Feuer. Brauche hier weiterhin das Kleinzeug. Das machen wir daran. Das ist eine richtige Flammenhölle hier. Oh. Boah. Meine Fresse. Was denkt ihr denn, wie geil das ist? Ey, Wahnsinn. Ich hoffe jetzt, ich werde jetzt immer wieder kleines Zeug nachlegen. Und dann hoffe ich, dass irgendwann wirklich auch die dicken Teile brennen. Und dann wird das, denke ich, lang genug brennen, damit ich mein Wasser zum Kochen bringen kann. So ist erstmal der Plan. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, das einfach hier an das Seil mitzuhängen, an das Paracord. Ist übrigens auch sehr mutig von mir, ne, das so tief zu hängen. Ziemlich dämlich, aber. Mut zur Dämlichkeit. Oder ich krieg vielleicht auch einen Haken hier, da muss ich es nicht mit Paracord machen. Also, Akku ist mal wieder leer. Ich muss wechseln, wir sehen uns. So, Hallöchen. Feuer brennt immer noch. Ich habe jetzt hier
mein Töpfchen da dran gestellt direkt, so halb in die Glut, um so schnell wie möglich mir die Wärme hier zu klauen. Mal gucken, ob ich das zum Kochen bringe. Das ist natürlich auch sehr viel Menge, ne? Das wird interessant. Oh, jetzt brennt der. Mach dich weg hier. Dich will ich nicht trinken. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Feuer brennt noch, Gott sei Dank. Ja, mit dem Kochen ist noch so eine Sache hier. Also es ist heiß, immerhin. Ich habe Glut. Wenn ich jetzt irgendwie eine Bratwurst oder so hätte, oh, das wäre geil, ich sag's euch. Manches brennt nur so kurz an und dann ist wieder Feierabend, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Also ich sag mal so, der Gehalt der Wärme hält sich in Grenzen, obwohl ich genau daneben sitze. Das ist halt so ein kleines Gemauschel hier, ne? Und ist Wasser? Weiß ich nicht. Es kommt Bläschen hoch, ne? Es kommt Bläschen hoch. Ich kämpfe weiter. Ist übrigens, falls ihr euch wundert, warum es so wenig ist, mir ist bestimmt zweimal das Ding halb umgekippt. War super. Es war sehr geil. Also wirklich, muss sagen, das Nadelbaumholz, das brennt wirklich gut. Das brennt wirklich gut. Also lecker sieht es wirklich nicht aus. Es ist schön warm und es schmeckt wie Birkentee oder Baumtee. Was geht eigentlich? Also es fühlt sich schon alleine schon kopfsachentechnisch ist das schon sehr angenehm, wenn man weiß, jawohl, es ist abgekocht. Ne? Deswegen, also für alle, die in meinem Stream immer dabei waren, als ich mir Seven vs. Wild angeguckt habe, die wissen ja, ich habe immer nur mich echauffiert und gefragt, warum zur Hölle kochen die ihr Wasser nicht ab. Ne? Ich weiß nicht genau, warum sie es nicht machen. Ich kann mir nur vorstellen, also klar, zum einen haben sie natürlich viel, viel besseres Wasser dort. Ja. Feuer brennt immer noch. Ich habe mich jetzt hier gemütlich gemacht in mein Schlafgemach. Also wenn ich jetzt die 2 Tage im Winter schaffe, ganz ehrlich, dann schaffe ich ja locker 3 Tage im Frühling. Ohne Witz. Also da hat man so wenig oder so viel weniger Beschwerlichkeiten, mit denen man hier auskommen muss. Jetzt geht es auch gerade mit dem Hunger. Es war einfach so ein Genuss, dieses warme Wasser mit dem Dreck zu trinken. Ich sag's euch, das war wirklich eine Erholung. Ich habe jetzt bloß die Hälfte getrunken. Die andere Hälfte trinke ich morgen, falls ich es morgen dann nicht hinkriege mit dem Feuer oder so. Kann ja passieren. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich erfriere oder ob ich morgen früh mit euch wieder aufwache. Vielleicht geht es mir einfach auch nur so gut und ich bin so schläfrig, weil ich gleich für immer einschlafe. Blödsinn. Gut, okay. Also dann gute Nacht. Bis morgen. Wir haben es jetzt irgendwann in der Nacht. Ungefähr um 12. Und es ist das Schlimmste eingetroffen. Ich musste aufs Klo. Aber ich bin ja clever. Ich habe jetzt einfach den Schlafsack aufgemacht, mich zur Seite gelehnt, soweit ich konnte. Hab die Leine quasi über das Boot gehangen und dann Richtung Plane laufen lassen. Sonst muss ich ja komplett in die Kälte. Das Feuer ist nämlich aus, wie ihr seht. Das kam mir nicht in die Tüte. Also dann, es ist kalt. Es ist wirklich kalt. Jede Stelle, die auch nur ansatzweise zu viel den Boden berührt, wo zu wenig Tannenzweige sind, da kraucht die Kälte wie der schleichende Tod langsam nach oben. Das ist Wahnsinn. Okay. Ich halte durch. Bis morgen früh hoffentlich. Oh, guten Morgen. Wir haben es jetzt. Wie spät haben wir es denn? Sind nicht wieder weggepackt. Es ist jetzt kurz nach um 9.
Die Nacht war die Hölle. Man kann es nicht anders sagen, es war einfach die Hölle. Jedes Mal, wenn ich irgendwo mit einem Körperteil zwischen die Balken gekommen bin, wurde es sofort eisekalt. Wenn ich dann quasi zu nah am Boden war, musste halt die ganze Zeit aufpassen, dass ich auf dem Balken bleibe. Ich habe mich alle 2 Minuten gefühlt gedreht, weil immer irgendwas wehgetan hat. Und bei jedem einzelnen Geräusch bin ich immer wieder aufgewacht. Also hatte ständig irgendwas geknackt draußen und was weiß ich was. Es hat halt auch ziemlich gestürmt und geschneit und alles. Und dadurch waren halt immer irgendwelche Geräusche. Und irgendwann stumpft man dann ab. Also so gegen Ende der Nacht konnte ich es dann irgendwann sein lassen, da jedes Mal wach zu werden. Aber ja, das waren halt viele Stunden erstmal, die ich mich nur rumgewälzt habe. Ne? Also ich war ja schon, ich weiß gar nicht, wann ich im Bett war, so 6:30. Und ehe ich dann mal geschlafen habe, war es wirklich so Pi mal Daumen schon 4 oder so. Ne? Also ich habe mich ganz grob gerechnet, 9 Stunden rumgewälzt, in denen ich fast gar nicht geschlafen habe. Das war echt anstrengend. Hungergefühl geht eigentlich irgendwie. Wahrscheinlich hat sich mein Magen jetzt damit abgefunden, dass es nichts gibt. Also wenn man wirklich so gar nichts hat, ist schon nicht ohne, ne? Die ganze Zeit arbeiten, machen und tun und dafür nichts wieder zurückzuführen an Energie. Ich würde jetzt mein Vaterland verraten für ein paar Heidelbeeren, ne? Oh ja, das wäre was Feines. Wie ist der Plan für heute, ne? Also es war auf jeden Fall trotzdem noch recht hart, das Bett. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mehr Tannenzweige. Definitiv. Damit ich besser isolieren kann und vor allem noch weicher schlafen kann. Also ich fühle mich wie nach einer Schlägerei hier. Ja. Alles wahrscheinlich eingeknetscht und blau, wo ich auf dem Holz lag. Meine Fresse. Und ansonsten natürlich wieder neues Feuerholz, ne? Was man ja auch noch sagen muss, ist echt eine absolute Kunst, bei der Sache hier so positiv zu bleiben, wie in Fabio zum Beispiel, ne? Ich meine, ja, die hatten es jetzt zwar ein kleines bisschen wärmer, aber der hatte ja natürlich viel weniger Ausrüstung, ne? Der hatte nicht so einen Tarp hier, der hatte nicht so einen Schlafsack. Der hatte keine Säge. Da ist so vieles, was er nicht hatte. Ne? Nur Messer und Feuerstahl. Gottes Willen. Ne? 9:34 Uhr. Noch 23 Stunden, 35 Minuten. So ist der Plan. Habe ich mir eine Scheiße aufgehalst hier, ich sag's euch. Das war sogar relativ clever, denke ich. Ich habe meine ganze Technik ja, wie ich euch gesagt habe, hier drinnen gelassen. Die kann ich jetzt auch weiter laden. Den Schlafsack werde ich dann wieder mal zuklappen, dass die Akkus nicht die ganze Zeit so in der Kälte sind und dann hoffentlich ein bisschen länger halten. Ansonsten habe ich auch meine Mütze mit dem Schlafsack gehabt. Die ist auch richtig schön warm. Sehr angenehm, direkt nicht was Kaltes dann auf dem Kopf zu haben, wenn man aufsteht. Und meine Jacke hatte ich auch mit drin. Ne? Das war einfach noch ein bisschen weicher. Und vor allem ist die jetzt auch direkt halbwegs warm. Und meine Handschuhe, die hatte ich auch mit drin. Und die sind jetzt trocken. Total geil. Kann ich quasi nochmal von null starten. Und die Handschuhe sind halbwegs, ja, sind eigentlich komplett trocken. Also es war wirklich super. Also langsam merke ich, dass die Energie fehlt. Also schon nach einem Tag ist eigentlich ein Witz. Ne? Das ist ein guter Tag jetzt rum, gute 24 Stunden, halt gar nichts gegessen. Und man merkt einfach, dass die Energie nicht mehr so da ist. Ich muss jetzt, Hosenstall müssen wir zumachen. Das Tarp hat so ein bisschen gelitten. Ich weiß gar nicht, wo der Schnee herkommt. Wahrscheinlich hier immer draufgeschneit und runtergerutscht oder so. Eine Lawine vom eigenen Tarp. Hier ist die Lagerfeuerstelle. Das kann was werden, ey. Das ist halt einfach nicht so eine Ausgangslage, die man haben möchte, um ein Lagerfeuer zu machen. Ich sag's euch. Oh, ein kalter, dreckiger Top mit noch mehr Dreck drinne und ein bisschen Eis. Und trotzdem tut das Wasser so gut. So. Da bin ich wieder.
wieder auf der Suche nach Holz. Also das Bett ist halt schon sehr platt gelegen, ne? Da muss auf jeden Fall was Neues drauf. Aber ich sag mal so, ohne das Jägerbett wäre ich verreckt. Also wirklich, das bewahrt einen vorm Kältetod, wenn man jetzt keine Isomatte dabei hat. Definitiv. War so schon kalt. Und jedes Mal, wenn ich nur kurz irgendwo auf den Boden gekommen bin, keine Chance. Das kraucht gnadenlos nach oben, die Kälte. Wahnsinn. Oh. Also ich bin jetzt hier ein paar hundert Meter gelaufen und ich muss sagen, ich bin jetzt schon platt. Es ist unglaublich, ne? Ja, bei den ganzen Holzbeschaffungen habe ich hier wieder was gefunden. Das sieht echt cool aus, die Burger. Das erinnert mich irgendwie an Age of Empires, ich weiß auch nicht. Wie so ein Katapult hier, oder? Setze ich mich dort mal hin und dann einfach nur noch das Seil kappen und dann schießt mich bis nach Hause. Ansonsten habe ich auch einen Entschluss gefasst. Und zwar, ich merke halt einfach, dass ich das rapide meine Energie nachlässt. Dadurch, dass ich kaum getrunken habe, nichts gegessen habe und gefühlt gar nicht geschlafen habe. Und ich werde die Energie nicht dafür nehmen, um wieder Feuerholz zu suchen. Das heißt, es wird noch kälter. Aber ich hatte drei Viertel der Nacht kein Feuer und gefühlt hat es relativ wenig Wärme mir gespendet. Das heißt, ich gehe einfach auf volles Risiko und werde mich nur ums Bett kümmern und die Akkus, ne? Ich sag euch. Also das ist neben Kälte und Hunger, das was mich nicht am meisten nervt, sind die GoPro-Akkus, die hier. Also, da kann ich mitzählen, wie schnell der Akku runtergeht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist echt krass. Gerade hier vor 3 Minuten hatte ich noch 17% Akku oder knapp 20. Jetzt bin ich bei 8%. Also es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. So, da bin ich wieder. Hier seht ihr jetzt übrigens mal mein Lager am Tag 2. Die Feuerstelle, die habe ich jetzt so ein bisschen beiseite gemacht. Weißt du, heute habe ich ja dazu entschieden, die nicht nochmal zu nutzen. Und hier seht ihr mein wunderschönes Bettchen. Eigentlich sieht es gut aus, ne? Also ich muss sagen, hervorragend gebaut. Baumeister Stahlrosse. Aber hier ist halt recht platt gelegen, ne? Also das sieht man sofort. Die Latten, die sind noch halbwegs dort, wo sie waren. Aber die Tannenzweige sind dermaßen durchgelegen. So fett bin ich doch gar nicht. Hallöchen, ihr Lieben. Nachmittag, zweiter Tag immer noch. Sind schon ungefähr 2 und 3 rum, Pi mal Daumen. Ich habe jetzt mein Bettchen soweit fertig. Bin ganz schön geschafft. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, es würde mir ganz gut tun, wenn ich mich auch ein bisschen noch zu verteidigen wüsste. Es hat so viel auch rumgeraschelt in der Nacht. Klar, es wird höchstwahrscheinlich kein Tier gewesen sein. Aber irgendwie hat man es halt doch so im Hinterkopf. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt endlich mal, wie ich es mir schon vorgenommen habe, meine Schippe zu erweitern zu Schippe und Speer. Das ist dann eine sogenannte Spüppe. Das wird sich durchsetzen im Bushcraft-Survival-Bereich, das sage ich euch. Das werde ich mir jetzt schön zusammenschnitzen. Dann habe ich wenigstens noch was zu tun, was auch nicht ganz so kräfteraubend ist. Das ist ganz gut. Ne? Gleich los, wird schon langsam dunkel. Ich werde mich jetzt gleich auch in meinen Schlaf gemacht bemühen, vorher noch ein bisschen dösen. Herzlich willkommen zu Stahlrosse in Gefahr. Diesmal wird es eisig. Der Verfall setzt ein. Au, au! Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe es überlebt. Das Schlimmste war tatsächlich gerade in der Nacht zum einen die Kälte und vor allem die Härte meines Bettes. Also
Mein Gott. Also grün und blau habe ich mich quasi geschlafen. Und vor allem bin ich bei jedem Geräusch aufgewacht. Also ja, auf Dauer, wenn man das 7 Tage macht in so einer Landschaft mit so einem Bett, ja, das wird nicht ohne. Und dann ist natürlich noch die Sache, dadurch, dass man nichts isst, oder zumindest selbst bei Seven vs. Wild, die Teilnehmer essen ja sehr, sehr wenig und sind die ganze Zeit im Kaloriendefizit. Das schlaucht sehr, ne? Also absoluten Respekt, dass die Leute da so gut durchhalten. Ich wüsste es nicht, ob ich es schaffen würde, aber ich gehe mal davon aus, irgendwann werde ich es wissen. Ich bin auf jeden Fall bereit für neue Herausforderungen und das war jetzt mein allererster Antritt und ja, ich bin halbwegs gut durchgekommen. Ne? Dafür, dass ich vorher noch nie was groß mit Bushcraft gemacht hatte, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, es war für euch auch sehenswert. Lasst sehr gerne ein Däumchen da und ja, sagt gerne mal an Fritz Bescheid, ne? dass er mich gefälligst für Staffel 2 einlädt. Also vielen Dank fürs Anschauen. Hier auf dem Kanal kommt natürlich jeden Sonntag weiterhin ein neues Video. Und jetzt macht's gut. Ciao. So, ich mach das bloß schon mal an hier. Das ist jetzt nicht gleich. Ich gucke mal, ob ich das so hinkriege. Ich glaube eher nicht. Scheiße, da habe ich natürlich ein Problem. Den Rest behalte ich einfach erstmal in der Hand. Oder? Das nervt mich jetzt schon. Aber gut. Oh, da ist schon wieder die. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh Gott. Das geht nicht, ey. Es piept nicht mehr. Echt zum Kotzen. Weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, dass meine GoPro nicht mehr piept. Aber naja, gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt Bein gebrochen. Das Ding ist vor allem, ich bin hier genau da drüber und das springt nur links und rechts dran vorbei. Diese Arschlochlocken. Also wirklich, solche Arschlochlocken. Mal, wenn ich es hier so reinmache. Oh gut. Scheiße. Klasse. Gut. Ja, die Henkel sind natürlich für den Arsch. Aber ganz ehrlich. Für solche Outdoor-Töpfe. Wer zur Hölle kommt denn auf diese dämliche Idee, da Plastehenkel dran zu machen? Also den haben sie doch in den Kopf geschissen. Also wirklich. Es ist sowas Doofes. Das gibt's ja wohl nicht. Für was nimmt man die denn sonst, wenn ich hier für Outdoor und Dingsbums und Feuer. Gut. Oh gut, dass das Eichhörnchen nicht mal mit drauf ist. Das hätte komisch ausgesehen mit so einem buschigen Ohr, ne?